Eine halbe Stunde. Aber das macht ja auch keinen, genau. Und versuchen wir die Zeit noch zu nutzen, um die halbe Stunde, ne, um Dschungel zu finden. Und wenn dann wir jetzt keinen Dschungel finden, dann können wir ja echt in der nächsten Aufnahme uns auf dem Heimweg machen, würde ich sagen, ne? Ja, richtig. Könnten wir eigentlich mal machen. Wie gesagt, also wir sind jetzt hier schon, also letzte Aufnahme sind wir nach Süden eigentlich, wollten wir laufen, sind dann aber doch ein bisschen querbeet gelaufen. Nee, wir waren Richtung Osten gelaufen. Meine ich ja. Und jetzt ist es nach Norden und irgendwie finden wir hier auch nicht wirklich was. Ja, aber wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter nach Norden, dann noch eine halbe Stunde, denn hier ist nochmal ein Strauß. Und in der Hoffnung, dass nach diesem Biom ist ja jetzt scheinbar jetzt wieder so eine Weidenlandschaft. Oh, Schaf. Ein Schaf. Die springt aber auch echt jedes Jahr aus der Fassung, ne? Guck mal, da hinten ist wieder ein Dorf. Alter, ist ja voll besiedelt worden. Ist ja auch eine schöne Gegend. Kann man verstehen, dass die Leute sich hier sesshaft gemacht haben? Schön sieht sie aus. Wo siehst du das Dorf? Da hinten ist so ein bisschen, naja, Westen. Die Wessis. Lalalala. Ich geh mal ins Dorf, mal gucken, was die dort so haben. Ich bin da jetzt gerade. Ich hab das echt nirgendwo, sehe ich das gar nicht. Was ist das denn da hinten? Wo ist denn das? Hä? Ich weiß es nicht. Ruckelt hier auf jeden Fall so ein bisschen. Ich weiß nicht, wo du und bist. Und ein Dungeon ist da hinten auch wieder. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist eine Fata Morgana. Aber ist das nicht das Dorf, wo wir waren schon, oder? Ich glaube nicht, nee. Also ich sehe es ja nicht. Ich bin jetzt verwirrt. Ich laufe hier Richtung Norden und sehe es nicht. Ist aber auch wieder ein Dorf am Wasser, so ist es nicht. Bist du an mir vorbei denn und dann. Na, mal gucken, was die so haben. Schau mal. Ja. Ah, ich sehe es jetzt auch. Musste ich erstmal über die Berge laufen. Da ist es. So, gehe ich mal rein. Wo ist hier die Schmiede? Aber es ist echt wohl so, ne, dass diese Dungeon gerne in der Nähe von so einer Siedlung sind. Irgendwie schon anscheinend, ja. Ach, da hinten ist er, okay. Aber es kann mir auch gut vorstellen, dass es halt sicherlich von den Bewohnern gebaut worden ist, als so eine Art Sicherheit, ne? So festungmäßig. Wahrscheinlich, ja. Dass sie ihre Soldaten da haben, falls doch mal angegriffen werden sollen. Werden, meine ich. Iron Horse Armor, ist ja geil. Und Diamanten. Hast du gefunden? Ja. Die sind hier drin. Hammer. Die Frage ist, was ich brauche und was nicht. Leder. Schwierig. Hallo, Schnecki. Na? Haben die hier was im Ofen? Ja. Im Ofen haben sie nichts, ne? Ne. Natürlich nicht. So, Diamanten habe ich auf jeden Fall. Da ist er ja. Die Brot willst du nicht haben, oder? Nee, ach. Ich habe ja Fleisch. Wozu? Nimm ich das. So, ich gehe dann schon mal weiter. Mal gucken. Richtung Norden. Ah, ich habe gar keine Schuhe mehr. Aber schade, dass du keine Schuhe mit. Ja, lassen wir mal. Lassen wir mal. Brauchen wir nicht. Also wäre doof, wenn mir jetzt was passieren würde. Diamanten haben wir jetzt auf jeden Fall. Wie viel hast du denn da bekommen? 3. Ah, nice. Könntest du zum Beispiel schon ein Diamantenschwert machen oder eine Diamantenspitzhacke? So, wir gehen weiter erstmal nach Norden. Ich bin schon auf dem Weg, hier sind lauter Bären. Die würde ich dann doch schon gerne meiden. Ja. Ja, so Himbeeren, die können richtig böse werden, ne? Ja. Isst du eigentlich privat, also real life Oliven? Oliven esse ich, ja. Ja, ich auch. Also ich bin der Meinung, Oliven sind das geilste, was es gibt. Ich mag am liebsten die dunklen, schwarzen, ne? Ja, ich mag die grünen ganz gerne. Ich gebe auch zu, ich mache mir auch mal einen Salat, ne? Und dann mache ich mir auch mal mit Olivensalat oder so. Na, logisch. Schaust du dir Gronkh hier zum Thema Gronkh mal ganz kurz? Oh, eine Katze, ist so süß. Wer ist Gronkh nochmal? Sag mal. Das ist der oh, schade. Kann ich hier irgendwie füttern? Oh, was ist da eine. Was ist das denn? Eine Katze? Das ist eine Katze jetzt, ja. Kann man die auch. Oh, ich muss unbedingt mal das fressen hier. Moment.
Rohes Fleisch habe ich jetzt. Da nehme ich mal die Brötchen. Die will aber irgendwie kein Fisch. Kein Fisch? Die will keinen Fisch, nee, aber es hat... Das ist eine normale Hauskatze, so eine Wildkatze, ne? Ich glaube, man muss so Ozelots, die ist halt, die werden ja zu Katzen denn, ne? Wenn man sie zähmt. Oh, eine süße Miezemauz. Miezemauz. Magst du kein Brot? Was ich sagen wollte, und zwar hat Gronkh jetzt gestern, also er ist ja umgezogen, richtig? Hast du das mitgekriegt? Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Doch, er hat einen Vlog gemacht, musst du mal auf seinem Kanal gucken. Ja, mit seiner normalen, stinknormalen Handykamera, ist aber völlig egal. Auf jeden Fall hat jetzt einen Trailer von Friendly Fire 2 hochgeladen. Schaust du dir das an, oder? Ein Trailer von, geil, Friendly Fire? Mhm. Alter, das ist ja echt alt, der erste Teil, ne? Das ist ja echt alt. Ah, nee, Quatsch. Nein, das ist... Ah, nee, ich habe was anderes gedacht. Ah, Entschuldigung. den Trailer habe ich auch gesehen, also habe ich, ich habe es gesehen, dass ich habe mir den Trailer noch nicht richtig angeschaut, ne? Aber ich habe den schon wahrgenommen, ne? Habe schon gesehen, dass der veröffentlicht worden ist. Aber Friendly Fire 1 habe ich ja, glaube ich, echt auch noch nicht gesehen. Ich habe damals nur Last Man Standing, das habe ich mal gesehen. Aber das Friendly Fire, das kenne ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ah, hier ist wieder Treibsand. Also so in der Wüstengegend findest du auf jeden Fall Treibsand. Ich habe auch ehrlich gesagt, muss ich zugeben, Gronkh auch nicht mehr so die letzten ein, zwei Jahre so richtig verfolgt. Es war, glaube ich, vor 3 Jahren, wann habe ich angefangen? Ich glaube, ja, 2012, glaube ich, oder 2013. 12, 13 habe ich echt ganz viel das Gronkh und Let's Plays geguckt und Let's Play Together, das Format und so, und dann Last Man Standing und das. Aber jetzt die letzten 2 Jahre habe ich mehr eher Rocket Beans mir angeschaut, denn jetzt Ziege. Und dann jetzt halt nur das Einzige, was ich jetzt von Gronkh hauptsächlich sehe, ist halt dieses ältere, ne, Minecraft-Let's Play noch, ne? Also das Life in the Woods habe ich noch nicht angefangen. Mhm. Ja, kannst du ja mal ein bisschen was erzählen. Du hast ja also Friendly Fire 1 dir angeschaut schon, ne? Nein, ich hab's angefangen. Ah, also jetzt bin ich im Treibsand. Ach du Scheiße. Jetzt bin. Aber ich komme, glaube ich, oder? Nee, dachte ich auch, aber ist nicht. Warte mal. Ich hab gehört. Moment. Genau, grab dich mal da weiter, genau. Ah ja, danke. So. Puh. So. Muss man echt aufpassen. Ja. Nee, angefangen zu gucken und das Ende habe ich auch mal ganz kurz im Nachhinein auf YouTube geschaut. Da wurde ja Gronkh rasiert, glaube ich. Weil sie halt mehr Spenden bekommen haben, als eigentlich gedacht. Ah, diese Wette habe ich auch gesehen. Das stimmt, das habe ich auch mitbekommen, dass er dann rasiert worden ist. Das stimmt. Das weiß ich doch. Ich glaube, das war Friendly Fire 1. Okay. Also wir finden definitiv kein Dschungel. Sei mal nicht sauer, aber ich glaube nicht. Jetzt kommt erstmal wieder ein Meer. Wollen wir noch einmal übers Meer fahren und dann gucken? Ja, genau. Fahren wir noch einmal rüber und dann gucken wir einfach. Wir fahren übers Meer. Wir fahren übers Meer. So. Wir haben ja eine Aufnahme, die ein bisschen verschissen wurde in der letzten Aufnahme. Haben wir ja einen Weekpoint zu Hause gemacht, damit wir halt auch das zu Hause wieder finden. Also nicht wundern, wir finden schon wieder nach Hause irgendwie. Nein. Bist du drin? Nee. Moment. Ja. Jetzt. Genau. Genau, wir werden definitiv, wenn nicht irgendwas passieren sollte, dass dieser Wegpunkt uns einfach nicht angezeigt werden soll, dann haben wir natürlich Pech gehabt. Aber sonst sollte es eigentlich funktionieren, dass wir wieder zurückfinden. Sollte. Aber man hat ja auch schon mal Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, ne? Also. Ja, natürlich. Ziemlich häufig. Lalalala. Ja. So, mal sehen, wo es hier lang geht. Aber wäre schön, ne, wenn jetzt so Delfine aufs Wasser springen würden jetzt, ja, hier. Ja, natürlich. Einen auf Titanic hier machen, wa? Oh, Jack! Rose! Was sagt der gleich hier? Ich... Oh doch, warte mal, da ist das. Da schwimmt, nee, sind da so Kraken, sind das. Naja. Tintenfische bitte, ja? Tintenfische. Ja. Tintenfische.
Ach ja, ist das schön. Der Mond steigt übers Meer auf. Was für eine XP-Stufe hast du eigentlich? Ich hab 9. Ah, ich hab 11, okay. Oh, sieht das geil aus. Ja, rechts geht der Mond hoch und links die Sonne unter. Mhm. Schon nice, schon nice. Bitte Dschungel, sei da, Dschungel. Nein, ich glaube eher nicht. Aber eigentlich ist die Wüste und an der Wüste kann doch ein Dschungel normalerweise sein. Links ist mehr oder weniger Wüste. Oh, ist eine Hexe. Ist eine Hexe in der Wüste. Oh, da ist ein Drache, glaube ich, da auf der anderen Seite rechts. Alter, so ein Biest war bei uns und hat da den dritten Weltkrieg ausgelöst quasi. Boah, hier hast du aber auch wieder, ey, alter Schwede. Eine Location. Alter, Riesenberge, Alter. Ja. Krass. Ja, wir sind jetzt bei den Pyrenäen angekommen. Wollen wir es da hinten? Nee. Naja, so. Mal sehen, wo uns der Weg hinführt. Ich fahr jetzt oder schwimme mal hier einfach außen rum. Mal gucken. Es kann doch nicht sein, dass da kein Dschungel kommt. Alles kommt natürlich. Aber. Also mit Dschungel haben wir so ein bisschen Pech, ja. Aber was ist das denn hier, Alter? Voll die steilen Berge hier. Geht voll steil hier, Alter. Hammer, Hammer. Hm. Naja, wie gesagt, also so ein bisschen Wassereffekte fehlen mir auf jeden Fall. Hm. Ja, es gibt, glaube ich, extra auch noch so eine Fischmod. Vielleicht ist da dann mit Wassereffekten dabei. Nee, es gibt tatsächlich so einen Szenario-Sound noch irgendwie als Mod, aber wie man die einfügt, fragt mich jetzt nicht. Ja. Ist wohl ein bisschen komplizierter, glaube ich. Habe ich mal versucht, aber irgendwie gebracht hat es nichts. Okay. Schade. Naja. Aber ich meine, damals gab es auch irgendwie Wassergeräusche. Meiner Meinung nach auch. Also ich glaube, wenn du so reinspringst, schon, aber nicht, wenn du hier mit Boot fährst. Hm. Wie so ein Platsch oder so, ne? Immer wenn, das, wenn der Paddel ins Wasser taucht oder so, ne? So ein ja, Geräusch. Das wär's doch. Aber vielleicht kommt das ja nochmal in einer Minecraft-Version, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, das können die nicht so stehen lassen. Richtig. So unfertig, wa? Echt, ey. Wo sind wir da, wenn das jeder machen würde? Kommen wir denn da hin? Also vom Boot fahren werde ich immer müde. Ja, ist auch nicht viel zu tun, ne? Nicht wirklich, nee. Ach ja, warte mal, bringt das eigentlich was, wenn ich jetzt die Angel in der Hand nehme, während du fährst? Nee, ne? Wahrscheinlich. Nee, soll die auch wirklich in die Hand nehmen. So. Da ist der... Ah ne, es bringt nichts, ne? Das bringt überhaupt nichts. Ich hab's nur gerade platschen hören. Du wolltest doch Wassergeräusche. So, Wassergeräusch. Jetzt. Wassergeräusch. Wassergeräusch. La 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 la. Ich mach die Wassergeräusche. Besser? Toll, ja. Immer zum Rudern. Was machst du da? Ja, das soll dein Paddeln unterstreichen, dass man das. Naja. La 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 la. Ich fahre in meinem Boot. Das ist so schön. So, jetzt finde uns mal jetzt im Dschungel. Warte mal, ist da ein Dschungel? Jenseits von Moral und von guter Sitte, Elektro-Titte. Elektro-Titte? Genau. Das, ein bisschen du konnte sagst, ich den Text mal. Du sagst gerne Danke. Ich sag gerne bitte. Elektro-Titte. Wo ist meine Axt? Genau, hier ist die Axt. Kommst du bitte aus dem Boot? Danke. So, da hinten haben wir wieder ein Dungeon, glaube ich. Und? Tolle Nummer. Autsch, Autsch, Autsch.